Extra Chill. Der deutschsprachige Podcast für Musik aus der großen, weiten Welt der elektronischen Musik. Erlebt einen spannenden Mix aus Ambient, Chill-Out, Downtempo, Electronica und Lounge. Alle 14 Tage, nur hier bei Extra Chill. Thank you.
Deep Dub aus Litauen. Wir hörten das Stück Booty 10, was mein Übersetzungsprogramm mit Dazusein oder Dasein übersetzt hat. Produziert hat dieses kleine Meisterwerk ein Mann, den ich zum Extra Chill Shooting Star 2022 gekürt habe. Unser Freund Tadeusz Jackiewicz unter dem Namen Akmuo. Das ist sein zweites Projekt neben dem wohlbekannten Namen Post-Apokalyptik. Das gehörte Stück stammt aus dem neuen Album Ieškant Tylos. Ich kann mich an dieser Stelle nur erneut für meine miese litauische Aussprache entschuldigen. Auf Deutsch soll der Titel so viel wie Auf der Suche nach Stille bedeuten. Wie gesagt, alles ohne Gewähr. Download bei meinen Freunden vom Label Cold Tear Records und überall, wo es digitale Musik gibt. Am Ende der Episode werden wir Akmuo noch einmal hören. Ihr dürft euch jetzt schon darauf freuen. Ihr Lieben, der Mai ist gekommen, der Lenz ist da, der Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern, heute am 1. Mai 2023. Keine Angst, ich werde jetzt keine Volkslieder auflegen, denn diese 391. Ausgabe von Extra Chill bietet erneut das Beste aus dem freien Electronica-Universum des Internets. Allerdings ist die Playliste heute, ganz im Gegensatz zum Frühlingsthema, nicht in flotte Dreier unterteilt, sondern in Songpaare. Und das erste bietet Minimal und Dub Techno und eine Neuvorstellung gleich am Anfang. Details über das Projekt Celestial Nomad muss ich euch leider schuldig bleiben. Der Künstler oder die Künstlerin macht aus sich ein kleines Geheimnis. Dafür beeindruckt die Single City Vibration umso mehr. Erschienen ist sie beim Label Drift Deeper Recordings und ihr hört gleich das coole Titelstück. Es folgt noch ein Titelstück von einem weiteren Neuzugang zur großen Extra Chill Künstlerfamilie. Refraction ist ein Projekt von Gustav Sandstedt aus Schweden. Nicht das einzige Betätigungsfeld, denn Gustav ist auch Chef des Labels SDSR, was für Sound Driven Society Records steht. Das Album Dimensions of Velocity erschien aber nicht dort, sondern bei Space Lunch. Und wir hören, wie gesagt, das Titelstück, allerdings als Remix von Martin Jarl. We'll be right back.
Down.
schwedische Dub-Techno-Sounds norwegisch remixed. Wir hörten das Debüt von Refraction, das Stück Dimensions of Velocity im Martin Jahr Remix. Download bei Spence Lunch über Bandcamp oder einem Anbieter eures Vertrauens. Und ein weiteres Debüt stand am Anfang des Sets, nämlich das Projekt Celestial Nomad mit seiner Single City Vibration. Download bei Drift Deeper Recordings unter driftdeeper.bandcamp.com und überall sonst. Nach Dub und Techno und diversen Kombinationen davon kehrt mit dem zweiten Songpärchen jetzt etwas Ruhe ein. Denn wir starten eine Expedition in den Lo-Fi-Sektor. Und an erster Stelle steht ein Mann, der sich in diesem Metier bestens auskennt. Denn Willem stellte sich hier bei Extrachill unter dem Namen Infinitum bereits einige Male mit seinen entspannten Songs vor. Nun kommt eine weitere Single dazu. Sie heißt You Gave Me You und kam, wie üblich, bei MOR Records heraus. Musikalisch sehr passend dazu folgt, nach sehr langer Zeit, ein Beitrag aus der beliebten Rubrik Bekannte Alben neu angehört. Und besagtes Album heißt Space, erschien 2018 und stammt von All India Radio aus Australien. Zwei Stücke daraus stellte ich damals schon vor. Nun folgt mit dem Track Sonder 4 ein weiteres. Grund dafür ist neben der erstklassigen Musik auch die Tatsache, dass Martin Kennedy seinen Klassiker aktuell noch einmal neu veröffentlicht hat, unter anderem auch als Vinyl-Sonderausgabe. Ich hatte mein Exemplar schon 2018 gesichert. Wer Interesse hat, sollte die Bandcamp-Seite besuchen. Die Adresse verrate ich nach der Musik.
Ein weiterer strahlender Stern im australischen Musikkosmos. Wir flogen mit dem Stück Sonder 4 von All India Radio durch das Weltall. Download des wiederveröffentlichten Albums Space unter allindiaradio.bandcamp.com. Digital und, wie schon erwähnt, als Neuausgabe auf Vinyl. Käuflich zu erwerben ist auch die Single You Gave Me You von Infinitum, die das Set eröffnet hat. Download bei allen Anbietern sowie unter morrecords.bandcamp.com gegen eine kleine Spende. Auch Spenden für meinen kleinen Podcast sind immer gern gesehen. Noch einmal danke an Michael Steinfert für seine Unterstützung. Wer sein Geld für den Betrieb von Extra Chill bestens anlegen möchte, findet PayPal-Knöpfe auf meiner Homepage extrachillpodcast.de, wo ihr übrigens auch die Links zur Sendung findet. In meinen Shownotes findet ihr neben den Infos auch einen Webplayer, eine Kommentarfunktion und die praktischen Abo-Knöpfe für die gängigsten Podcast-Apps. Abonniert Extra Chill und verpasst so keine neue Folge mehr. Obwohl man sich den 1. und 15. des Monats auch ganz gut merken kann. Das dritte und letzte Songpärchen lässt uns gleich elegant mitwippen, denn ich habe zwei sehr angenehme Minimal House Tracks zusammengeschraubt. Und los geht's mit einem Projekt, das zuletzt in Episode 231 zu Gast war und dem ich auf dem 12. Teil der Compilation-Serie Spring Moods vom Label Deep Wit Recordings wieder begegnet bin. Ich spreche von Deep Hope aus Spanien. Und David Garcia bestätigt mit seinem Stück Uramaki, dass er weiterhin zu den Meistern seines Fachs zählt. Es folgt die letzte Neuvorstellung für heute. Ein Projekt aus Deutschland stellt sich vor. Moods Club, so der Name, startete als Duo zweier DJs, Marcuso und GK, wovon scheinbar aktuell nur noch GK an den Reglern steht. Beim Label Melotonin liegt der erste Longplayer in der Auslage, er heißt May We Introduce To und wir verbringen gleich eine Nacht in der Stadt der Liebe mit dem Stück One Night in Paris. Amusez-vous bien!
We'll be right back.
Minimal House, französisch angehaucht. Wir hörten zum ersten Mal Musik von Moods Club, die coole Nummer One Night in Paris. Download und Streaming überall, auch unter melatonin1.bandcamp.com. Die Spring Mood Volume 12 Compilation, aus der wir das Stück Uramaki von Deep Hope zu Beginn des Musikdoppels gehört haben, ist ebenfalls digital erhältlich. Zum Beispiel direkt über das Label Deep Wit Recordings unter deepwitrecordings.bandcamp.com. Unterstützt die Labels und die Künstler bitte mit Spenden und Feedback. Zum Thema Feedback noch einmal der Aufruf, mich mit Lob und Kritik zu überschütten. Das geht über die Kommentarfunktion auf meiner Homepage via Soundcloud unter soundcloud.com/extrachill oder ganz klassisch mit einer E-Mail an die Adresse extrachillpodcast@gmail.com oder für die ganz Reduzierten mit einem Gefällt mir bei YouTube oder Soundcloud. Wie zu Beginn schon angekündigt, nun noch einmal Musik von Akmuu, dieses Mal mit einem Fundstück vom Label Mare Nostrum. Und das bedeutet einen Wechsel von Deep Dub zu Ambient, wie der Albumtitel Stillness of the Night schon nahelegt, aus dem wir gleich als fast XL-Rausschmeißer das Titelstück hören werden. Ihr Lieben, ich mache mich vom Acker und hoffe sehr, dass ihr, nach der Walpurgisnacht gestern, heute einen guten Start in den Wonnemonat hattet mit meinem kleinen Podcast. Gerne begrüße ich euch wieder in 14 Tagen, denn am 15. Mai erscheint Episode 392. Macht's gut, genießt den Frühling und bis zum nächsten Mal hier bei Extra Chill. Nun versinken wir in der Stille der Nacht. Hier kommt noch einmal Akmuu mit Stillness of the Night. Kaufbar unter marenostrumlabel.bandcamp.com und allen bekannten Adressen im Netz.